Es ist wieder Zeit für den Dialog Gesundheit und ich sage im wahrsten Sinne des Wortes herzlich willkommen. Das Thema unserer heutigen Sendung ist für jeden von uns wichtig, denn zum einen können wir urplötzlich selbst betroffen sein oder aber wir können aus dem Nichts sehr wichtig helfen und Leben retten. Herzkrank, schütze dich vor dem Herzstillstand. Das ist der Titel unserer Sendung heute und das Motto der diesjährigen bundesweiten Herzwochen für den gesamten November. Und ich begrüße hier im Studio Professor Dr. Peter Schwimbeck, den Leiter der Kardiologie am Klinikum Leverkusen. Hallo. Guten Tag. Sie sind seit 2004 am Klinikum der Ansprechpartner, wenn es rund ums Herz geht. Wie weit sind die Planungen schon fortgeschritten für das große 20-jährige Jubiläum im nächsten Jahr? Bis jetzt noch nicht, aber es wird schon noch kommen. Ne? Ja. Sie haben in diesen fast jetzt 20 Jahren bestimmt schon so einige Male diesen Unterschied erklärt, aber ich glaube auch heute ist es nochmal ganz wichtig. Was ist der Unterschied zwischen Herzinfarkt und Herzstillstand? Wie würden Sie das beispielsweise meiner 7-jährigen Tochter erklären? Ja. Also wenn man das erklären könnte, wenn man das sieht beim Herzinfarkt, das ist wie beim Motor, wenn die Kraftstoffleitungen kaputt sind. Wenn die Kraftstoffleitungen kaputt sind, läuft der Motor nicht mehr richtig. Aber das heißt noch nicht, dass man schon plötzlich umfällt, was man beim Herzstillstand schon würde. Wenn das Herz nicht mehr pumpt, ist man innerhalb von 6 Sekunden, verliert man das Bewusstsein und dann läuft die Zeit. Wenn man nicht wiederbelebt wird, innerhalb von irgendwie 5 Minuten oder 7 Minuten hat man Schäden im Gehirn, dass man nicht mehr wach wird und nach 10 Minuten ist das Gehirn irreversibel geschädigt und man ist tot. Der Herzinfarkt, den kann man überleben, aber der Herzinfarkt führt auch häufig zu Kammerflimmern, zu Rhythmusstörungen, die dann tödlich enden. Herzinfarkte geht man immer davon aus, schwere Herzinfarkte, ungefähr 1/3 der Leute werden das ohne medizinische Hilfe nicht überleben. Heutzutage sind wir behandeln die ja auch Tag und Nacht und wir konnten deshalb die Sterblichkeit vom Herzinfarkt schon deutlich verbessern. Wir haben heute noch eine Sterblichkeit von vielleicht 5-6%, was schon deutlich besser ist als früher die 30%. Ich habe immer gemerkt, dass die Ursachen für den Herzstillstand nicht unbedingt mit dem Herzen selber zu tun haben müssen. Ist das so richtig? Also Herzstillstand gibt es verschiedenste Ursachen. Die häufigen Ursachen sind schon, dass das Herz einfach anfängt zu flimmern. Da gehe ich auch in meinem Vortrag gleich drauf ein. Dass ein Herzstillstand ist, das Herz einfach nicht mehr schlägt, ist eher ungewöhnlich. Gibt es mal sehr, sehr selten. Gibt es vor allem, wenn man zu viel Kalium zum Beispiel im Blut hat, wenn die Elektrolyte nicht mehr stimmen, dann gibt es auch das mal. Aber ansonsten ist wirklich das zu schnelle Rhythmusstörungen, wo das Herz nicht mehr effektiv schlagen kann. Wir befassen uns diesmal mit diesem Herzstillstand. Schätzungsweise 65.000 Menschen sterben Jahr für Jahr in Deutschland. Sie haben gerade schon ein bisschen angesprochen. Was kann ich tun? Was ist so der wichtigste Punkt, um dem vorzubeugen? Ja, da werden wir im Vortrag darauf eingehen. A, gesund leben. Zweitens, wenn man Symptome hat, die eventuell in diese Richtung weisen, dass man es abklären lässt. Und drittens, dass man eben guckt, das trifft dann alle Leute, wenn man eben so im Notfall dazukommt, dass man was macht, dass man da eben eingreift. Denn sonst haben die Leute eben sehr, sehr schlechte Chancen, das zu überleben. Mehr dazu jetzt ausführlich im Vortrag. Professor Dr. Schwimbeck hat es angedeutet, er ist nicht mit leeren Händen zu uns gekommen, sondern hat ein bisschen was ausgearbeitet. Und das Gute, Sie müssen nichts mitschreiben, denn die Sendung heute und alle bisherigen Ausgaben des Dialogs Gesundheit gibt es nochmal zum Anschauen auf der Internetseite des Klinikums, klinikum-lev.de und auf YouTube in der Mediathek. Und anschließend, nach dem Vortrag, gibt es eine Fragerunde. Also Herr Dr. Schwimbeck steht dann noch für Ihre Fragen zur Verfügung und die können Sie uns gerne jetzt schon schicken. Über das Kontaktformular unter Ihrem Videofenster, dann landet das hier bei uns im Studio. Jetzt aber erstmal der Vortrag. Professor Dr. Schwimbeck, bitte sehr. Ja, danke schön für die einleitenden Worte. Gut, ja, Todesursachen in Deutschland. Es ist immer noch so, dass die meisten Leute an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben. Hier eine Statistik aus 2016, die aber sich kaum geändert hat. Ungefähr 40% der Leute sterben am Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und ein relativ großer Prozentsatz davon stirbt eben am plötzlichen Herztod. Was ist ein normaler Herzrhythmus? Gut, das Herz bekommt einen Impuls von dem sogenannten Taktgeber des Herzens, der im hohen Vorhof lokalisiert ist. Dieser löst einen Impuls aus, der weitergeleitet wird auf die Vorhofkammerebene und sich dann verteilt auf die Herzmuskulatur. Und das führt dazu, dass das Herz sich zusammenzieht. Das ist der normale Herzschlag.
Diese ganzen Abläufe, elektrischen Abläufe, lassen sich hier auch im EKG hier darstellen. Das ist hier eben die Kammerkontraktion, also das Zusammenziehen der Kammer. Das ist hier die Nachschwankung und das ist der Vorhof. Und das läuft immer ganz regelmäßig ab. Man spricht von einem sogenannten Sinusrhythmus. Gut, was ist eine normale Herzfrequenz, ein normaler Puls? In Ruhe untertags 60 bis 90 Schläge. Nachts geht der Pulsschlag runter. Es heißt ja immer, wer schläft, der sündigt nicht. Deswegen ist eben nachts auch, der Körper ruht sich etwas aus. Unter Belastung ist die Herzfrequenz natürlich deutlich höher, denn der ganze Körper braucht ja viel Blut. Hier haben Sie bis zu 200 Schläge pro Minute bei jungen Leuten, zum Beispiel 20-Jährige. Die Merkregel ist 220 minus Lebensalter ist die maximale Herzfrequenz. Untere Grenze ist etwa 40 Schläge pro Minute. Ausnahme Leistungssportler. Ja, dieses Jahr gehe ich schon davon aus, dass die Jungs von Bayern 04 unter 40 Schlägen pro Minute sind. Denn sie sind ja offensichtlich sehr gut trainiert und sind sehr fit. Gut, ansonsten eben, wenn ein untrainierter Mensch natürlich unter 40 hat, dann ist das nicht normal und könnte Grund sein, wenn es eben zu langsam ist oder zu große Pausen gibt, dass man einen Herzschrittmacher einsetzen muss. Als Merkregel kann man davon ausgehen, dass das Herz in der Stunde ungefähr 4000 Mal schlägt. Wenn man das dann auf den ganzen Tag hochrechnet, circa 100.000 Schläge pro Tag. Das ist eine gewaltige Leistung und das Herz macht es in der Regel ohne große Probleme. Manchmal kommt es aber doch zu Problemen und das kommt dann, wenn eben zum Beispiel Extraschläge auftreten. Diese können dann gewisse Rhythmusstörungen hervorrufen, dass das Herz sehr schnell schlägt. Es kommt einfach zu viel zu schnellen Impulsen. Und das nennt man, wenn es eben ungefähr eine Frequenz ist zwischen 200 und 300, eine Kammertachykardie, also ein Herzrasen aus der Hauptkammer. Aber es gibt auch das Kammerflimmern. Kammerflimmern ist einfach noch höhere Frequenz, ca. 600. Die Essenz aber oder die Folge von diesem schnellen Herzschlag ist, dass das Herz gar nicht mehr Zeit hat, sich irgendwie zu füllen. Das Herz, das zittert bloß noch so und kann überhaupt kein Blut mehr auswerfen. Und dann kommt es eben dazu, wenn kein Blut mehr ausgeworfen wird, dass der Patient nach ca. 6 Sekunden das Bewusstsein verliert. Und dann geht es eben los, dass eben Schäden eintreten, denn der Kopf, der ist das verwundbarste Organ, das braucht, hält maximal 7 bis 10 Minuten ohne Sauerstoff aus. Das Herz hält auch mal eine Viertelstunde aus. Ja, wie sieht es jetzt aus? Was ist die Definition von plötzlichem Herztod? Wie häufig tritt er auf? Was ist die Definition? Definition ist, dass ein unerwarteter Tod durch Herzversagen, der nach weniger als 60 Minuten nach Beginn der Beschwerden eintritt. Häufig ist es eben schon so, dass der Patient plötzlich umfällt. Dieser Eintritt ist unabhängig davon, ob vorher schon eine Herzerkrankung bekannt war. Daneben spricht man auch von plötzlichem Herztod, wenn die Beschwerden nicht bekannt ist, wie lange die waren, keine Zeugen vorhanden sind und wenn der Betroffene 24 Stunden vorher noch bei guter Gesundheit war. Dieser plötzliche Herztod hat auch noch andere Begriffe, die man dafür verwendet. Plötzliches Herzversagen, dann natürlich bei uns ist man auch immer Englisch, kann man es natürlich auch ausdrücken, Sudden Cardiac Death oder Sekundentod oder Herz-Kreislauf-Stillstand. Ja, es gibt ja hier aktuelle Fälle, zumindest die ältere Generation unter den Leuten, die hier zuhören, werden sicherlich auch mitbekommen haben. Elmar Wepper, früher ein recht bekannter Schauspieler, ist am 31. Oktober ebenfalls am plötzlichen Herztod gestorben. Laut der Familie wohl, wie es hier beschrieben wird, plötzlicher Herzstillstand, er kippte plötzlich um. Ja, aber nicht bloß hier so bekannte Leute kippen um, auch bei uns hier im Klinikum. Wir haben in der Woche circa 2 Fälle, die wiederbelebungspflichtig sind. Hier wollte ich Ihnen bloß mal Fälle in der 3. und 4. Oktoberwoche, die wir dieses Jahr hatten. Der erste Fall, eine 63-jährige Frau, belastungsabhängige thorakale Beschwerden. Immer wenn sie irgendwas Größeres gemacht hat, hat sie in der Brust ein bisschen gedrückt. Sie hat dann auch mal so Vorhofflimmern gehabt, nicht zu verwechseln mit Kammerflimmern. Vorhofflimmern ist eben, wenn die Vorkammer bloß rast, aber die Herzkammer mehr oder weniger unregelmäßig dazu schlägt. Die Patientin ist dann behandelt worden mit Blutverdünnung, damit es keinen Schlaganfall gibt, und einem Beta-Blocker. Daraufhin wurde es auch besser. Sie ist dann noch zu einem Osteopathen gegangen, der hat sie noch behandelt und dann wurde es noch besser, aber hin und wieder ist schon noch aufgetreten.
Am Abend des Aufnahmetages, war hier um den 20. Oktober, hat sie gemerkt, als sie am Sofa sitzen, dass sie Schmerzen im Brustkorb hat. Ja, sie hat dann gesagt, ja gut, gucken wir mal, muss ich morgen vielleicht doch noch mal zum Hausarzt gehen, ich gehe jetzt etwas früher ins Bett. Sie ist dann, dem Ehemann ist aufgefallen, dass die Patientin ganz schwer geatmet hat, nicht mehr ansprechbar war, nicht mehr reagiert hat, hat 112 angerufen, den Notarzt, hat dann seine Frau auch noch wiederbelebt. Ist der Notarzt gekommen, der hat sie defibrilliert, also einen Stromstoß abgegeben und zu uns verbracht. Gut, was man hier gesehen hat, Sie können es hier sehen auf dem linken Bild, wo der Pfeil darauf hinweist, hier war eine Verengung vom Herzkranzgefäß, was wir dann wieder aufgedehnt haben und damit ist die Patientin wieder stabil geworden. Gut, was ist aber im Verlauf jetzt der Fall? Der Kreislauf ist stabil, aber die Patientin muss immer noch beatmet werden. Sie ist noch nicht ansprechbar. Wir haben natürlich auch die Neurologen drauf geguckt und gucken lassen. Wir haben auch ein Computertomogramm vom Kopf gemacht. Es gibt auch Laborwerte, die man abnimmt. Wir haben den Verdacht auf Gehirnschaden durch Sauerstoffmangel. Man muss gucken, wie weit die Patientin wieder zu sich kommt und wie weit sie sich erholt. Der Fehler war hier eben, sie hätte sofort den Notarzt anrufen müssen, warten in der Situation, denn auf den nächsten Tag ist nicht gut. Zweiter Fall, 65-jähriger Patient mit kläglichem Brennen hinter dem Brustbein bei Refluxkrankheit. Der gute Mann fuhr hier auch um den 20. Oktober rum in Leverkusen auf eine Verkehrsinsel auf mit relativ langsamer Geschwindigkeit und hat dabei das Bewusstsein verloren. Er hatte das große Glück, dass eine Intensivschwester, die zufälligerweise vom Dienst nach Hause ging, das war am späteren Nachmittag, das gesehen hat, sofort eingegriffen hat, sofort mit der Wiederbelebung begonnen hat. Und der Notarzt, als der kam, der hat dann Kammerflimmern gesehen, einmal defibrilliert, also einen Stromstoß ausgelöst. Und der Patient war dann wieder stabil. Er ist zwar beatmet worden, weil er sich erbrochen hat, wurde dann zu uns gebracht. Was man hier sieht, da drauf, das ist die Vorderwandarterie. Man sieht auch, dass sich die gar nicht ganz darstellt. Die war hochgradig verengt, mit ihr Blutgerinnsel drin. Auch die Seitenwandarterie war der erste Ast hochgradig verengt. Wir haben beide Gefäße aufgedehnt, Gefäß floss dann auch wieder. Der Patient hat sich recht gut erholt. Er wurde hier beatmet über 8 Tage, war dann aber wieder ansprechbar und wach. Er hat von der Wiederbelebung eine beidseitige Rippenfraktur davongetragen, das ist völlig normal und das ist auch kein Problem. Die Rippen wachsen wieder zusammen. Aber er war gut ansprechbar, leichtes Durchgangssyndrom, so nennt man es, wenn man eben schon noch ein bisschen dann Gedächtnisstörung hat. Aber es wird sich alles wieder geben, keine bleibenden Schäden. Er hat richtig Glück gehabt, dass hier jemand vom Fach dort war, die auch gleich hier beherzt eingegriffen hat. Weiterer Fall, 41-jähriger Patient am 26. Oktober zu uns gekommen, hat sich bei der Arbeit hier in Leverkusen nicht gut gefühlt, 41 Jahre alt, Luftnot und Druck in der Brust. Sein Freund hat gesagt, ja gut, setz dich ins Auto, ich fahre dich ins Krankenhaus, das ist uns doch zu heikel. Und ja, in dem Auto deutlich verschlechtert, ist dann auch noch ausgestiegen vor unserer Zentralambulanz, dann aber zusammengebrochen mit Kammerflimmern. Er ist sofort wiederbelebt worden durchs Klinikpersonal und in Herzkatheter verbracht worden. Was hier der Fall war, man sieht, dass hier ein Gefäß verschlossen ist. Das sehen Sie hier. Hier ist das Gefäß wieder aufgemacht und dann ist das Gefäß wieder da und die Durchblutung ist wieder gegeben. Der Patient hat sich recht gut erholt. Der ist beatmet worden für einen Tag, komplikationslose Erholung und konnte auch dann schon nach wenigen Tagen wieder entlassen werden. Schließlich noch ein vierter Fall. 82-jähriger Patient, der hatte Durchfälle. Er ist dann mehrere Tage, ist dann plötzlich bewusstlos geworden, keine Laienreanimation. Der Notarzt hat ihn vor Ort wieder belebt, 5 bis 7 Minuten. Er ist dann wieder stabil geworden, aber immer wieder Kammerflimmern bekommen. Erst nach Gabe von Kalium und Magnesium, das sind Elektrolyte, hat sich der Rhythmus stabilisiert. Auch ihn haben wir da die Herzkranzgefäße dargestellt, aber wie Sie sehen, keine wirklichen Verengungen. Wandveränderungen, ja, der Patient ist 82 Jahre alt, kein Problem. Problem war aber keine Laienreanimation. Der Patient ist auch nach jetzt sind es 3 Wochen noch nicht wach und ansprechbar. Verdacht auf Gehirnschaden durch Sauerstoffmangel. Man muss sehen, die Prognose ist recht zweifelhaft. Ja, Sie haben jetzt gesehen, also was eben wichtig ist, schnelle Behandlung, da gehen wir gleich noch drauf ein. Die Häufigkeit des plötzlichen Herztods, wir haben es anfangs schon gehört, je nach Definition 65 bis 100.000 Fälle pro Jahr.
die Zunahme des Risikos, dass man plötzlich ein Herz oder leidet, ist mit steigendem Lebensalter. Männer sind deutlich mehr gefährdet als Frauen. Die Mehrzahl der Opfer hat bislang noch keine Herzprobleme gehabt und weiß auch nicht, dass irgendwas da fehl am Platze ist. Das Spektrum zugrunde liegender Krankheiten ist aber altersabhängig, während jüngere Leute andere Erkrankungen haben als ältere, gehen wir gleich noch drauf ein. Die häufigste Ursache ist aber das Kammerflimmern. Ohne vorhergehende Herzrhythmusstörung tritt plötzlich auf. Es gibt hier die Kammertachykardie, die wir da oben sehen, oder eben, wie gesagt, das Kammerflimmern, wo sofort der Kreislauf verschwindet. 600 Schläge pro Minute, das kann bloß noch so zittern, das Herz, das kann überhaupt kein Blut mehr auswerfen. Ja, wie sieht's aus? Was sind die Ursachen unter dem 40. Lebensjahr? Häufig Herzmuskelerkrankungen, Kardiomyopathien, wie man das nennt. Elektrische Erkrankungen, das sind Ionenkanalerkrankungen angeborenerweise, dass einfach die Elektrolyte, die wichtig sind, um die Zusammenziehen vom Herzen zu verursachen, dass die eben gestört sind. Dann gibt es Herzmuskelentzündungen. Wir alle erinnern uns wahrscheinlich noch bei der letzten Weltmeisterschaft den dänischen Spieler, der auch eben da Probleme hatte, wiederbelebt werden musste. Es gibt auch angeborene Herzerkrankungen, die dazu prädestinieren und, was auch gar nicht selten ist, Drogenabhängigkeit. Es gibt heutzutage viele Drogen auf dem Markt, vor allem auch synthetische Drogen, Amphetamine, die hier große Probleme machen. Nach dem 40. Lebensjahr ganz überwiegend die koronare Herzerkrankung. Daneben aber auch Herzschwäche, wobei die Herzschwäche ein Endstadium ist von verschiedenen anderen Erkrankungen. Hier ist zum einen zu nennen eben nach Herzmuskelentzündungen, wenn die mal abgeheilt sind, es kommt zu einer Defektheilung, der Herzmuskel pumpt nicht mehr richtig, das nennt man eine inflammatorische Kardiomyopathie. Nach langjährigem Hochdruck, das ist die sogenannte Hochdruckschaden oder hypertensive Kardiomyopathie. Diese lange Überbelastung des Herzens führt dazu, dass der Herzmuskel im Endeffekt zu groß wird, der nicht mehr richtig pumpen kann und das führt dann häufig zu Rhythmusstörungen. Nach Herzklappenfehler, wenn die Ventile im Herzen eben nicht mehr richtig funktionieren, muss der Herzmuskel viel mehr pumpen und das führt zu einer Schwächung des Herzmuskels. Dagegen gibt es aber auch angeborene Herzfehler oder Herzerkrankungen, die sogenannten hypertrophen Kardiomyopathien. Das sind Erkrankungen, dass der Körper eben bestimmte Proteine nicht mehr richtig baut und deshalb es dazu kommt, dass diese Proteine nicht mehr richtig funktionieren, der Herzmuskel sich nicht so gut zusammenziehen kann, der Körper probiert, diese Proteine dann einfach mehr zu bilden, die Wände werden dicker und dicker, aber das hilft dann auch nicht. Gut, daneben gibt es aber auch noch Speicherkrankheiten. Auch hier ist eben das Herz zu dick. Kann man manchmal schwierig unterscheiden von den Hypertrophen, also von den überdicken Herzwänden. Dann gibt es noch familiär gehäuft Genveränderungen, wo letztendlich die Ursache noch nicht genau bekannt ist. Das ist auch Gegenstand noch der Forschung, wo man eben untersucht, ob es da bestimmte Veränderungen an Proteinen oder am Reizleitungssystem gibt. Ja, angeborene Herzfehler, vorher schon kurz erwähnt, das sind eben Fehler, die schon in angeborener Weise vorliegen. Man nennt die auch EMA, die Patienten, Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern. Das ist Krankheitsbild für sich. Es gibt ja EMA-Zentren, wo solche Erkrankungen abgeklärt werden können. Was wichtig ist, eine optimale Behandlung der Grunderkrankung, aber die Leute sollten sich trotz der angeborenen Herzfehler auch ausreichend bewegen. Das ist wichtig, denn Bewegung ist immer gut. Die meisten angeborenen Herzfehler sind eben nicht komplett heilbar. Was sie sind korrigierbar. Häufig bleiben jedoch Rest- oder Restschäden und Folgezustände und das kann eben Probleme machen. Die Entwicklung einer Herzschwäche, das ist ein besonderes Risiko für die Patienten mit einer angeborenen Herzfehler. Das führt dazu, dass eben dann eben entsprechend noch häufiger Rhythmusstörungen auftreten. Ne? Gut, was sind denn Vorboten oder mögliche Vorboten eines plötzlichen Herztodes? Wir haben es zuerst schon gehört, eingeschränkte Belastbarkeit, Brustschmerzen. Das ist immer schon ein Hinweis darauf, möglicherweise Verengung der Herzkranzgefäße, was zu Infarkt und plötzlichen Herztod führen kann.
Daneben ist aber auch Luftnot. Hinweis darauf, dass das Herz eventuell zwischendurch schon rast, dass es nicht so gut pumpt. Schwindelattacken. Ja, das ist auch, kann ein Hinweis darauf sein. Kurz andauernde Anfälle von Bewusstlosigkeit, man nennt es Synkopen, wo man selbst wieder zu sich kommt. Das ist eben typisch Schwarzwerden vor Augen. Wenn man selbst wieder zu sich kommt, nennt man es Synkope. Wenn man solche Sachen hat, unbedingt eben entsprechend abklären. Was auch noch ein Risiko für plötzlichen Herztod ist, ich habe es schon erwähnt in dem einen Fall, Kaliummangel. Kalium kann auch durch Entwässerungsmittel, bestimmte Entwässerungsmittel, vermindert werden und erhöht das Risiko für den plötzlichen Herztod. Deswegen auf ausgeglichenen Kaliumhaushalt achten. Da kann man auch den Bohrwert bestimmen. 3,5 bis 5,0 Millimol pro Liter ist der Normwert. Um einen normalen Normwert zu erreichen, kaliumreiche Ernährung, zum Beispiel Aprikosen, Bananen, aber auch Kartoffel, Gemüse, Hülsenfrüchte haben viel Kalium und sind deswegen wichtig in der Ernährung. Drogen, ich habe es vorher schon erwähnt, Kokain, Amphetamine, die sind häufig auch die Ursache für plötzlichen Herztod. Was die machen, die führen dazu, dass sich die Gefäße verkrampfen und das führt dazu, dass die Durchblutung nicht stimmt, dass die nicht gewährleistet ist und damit das Herz völlig aus dem Takt kommt und zu flimmern beginnt. Rauchen, daneben auch eine wichtige Droge, fördert das Entstehen von Herzkrankheit, von koronarer Herzkrankheit, erhöht das die Wahrscheinlichkeit des Herzinfarktes stark, damit ein wesentlicher Faktor für das Auftreten eines plötzlichen Herztodes. Auch bei Sport kann es mal zum Auftreten eines plötzlichen Herztodes kommen. Wir kennen die Fälle auf dem Fußballplatz. Allerdings muss man sagen, das Risiko eines plötzlichen Herztodes ist sehr selten. Wenn Sie hier gucken, 100.000 Sporttreibende pro Jahr, da haben Sie die Wahrscheinlichkeit von ungefähr 1 bis 2 Todesfällen pro Jahr. Das ist schon sehr niedrig. Männer sind häufiger betroffen und nach deutschen Register sind 96% der betroffenen Sportler Männer. Ja, das hängt auch dann ein bisschen zusammen, übertriebener Ehrgeiz, der ist da nicht so richtig gesund. Hier mal eine Untersuchung, 144 Patienten untersucht, die plötzlich umgefallen sind, letztlich ungeklärt 38%, also mehr als ein Drittel. Bei ungefähr einem Drittel Verdacht KHK, bei einem weiteren 15%, einem Sechstel Verdacht auf KHK, Herzmuskelerkrankungen, Herzmuskelentzündung auch noch relativ häufiger Prozentsatz, der Rest ist schon sehr selten. Ja, Marathon, da sind wir jetzt bei Extremsportlern, ist ja nicht bloß mehr der Marathon, heutzutage macht man auch Ironman oder Ultramarathon. Ja, da gehen die Diskussionen ein bisschen auseinander, aber es zeigt sich schon, Marathon ist von der Gesundheit her schon noch möglich. Ja, Ultramarathon, Ausdauerwettkämpfe sind schon mit einem gewissen Risiko verbunden. Ich habe früher in Berlin gearbeitet, Berlin-Marathon, einer der größten, glaube ich, auf der ganzen Welt. 40.000 Starter und es war eigentlich immer so, 1 bis 2 Leute mussten wiederbelebt werden. Hatte da auch häufiger mal Dienst und habe auch mehrmals da dann Leute kathedert, denn wir waren in Steglitz. Steglitz war nahe am Kudamm und Kudamm war der Zieleinlauf. Deswegen, die sind nicht am Anfang umgefallen, sondern immer eben erst gegen Ende. Wir hatten hier auch schon beim Halbmarathon vor 4 oder 5 Jahren einen Todesfall gehabt, den wir aber auch retten konnten. Den haben wir auch dann bei Veranstaltungen, hat uns der auch noch unterstützt, hat es gut überlebt. Also alles gucken, nicht übertrieben. Die Extreme sind, was weiß ich, in der Politik und auch in der Medizin nicht so richtig gut. Was ist diagnostisch zu sagen? Was sollte man alles untersuchen? Natürlich Anamnese. Befragen des Patienten gibt schon wichtige Hinweise, vor allem auch Krankengeschichte und Familienanamnese. Wenn der Patient erzählt, ja, habe schon 3 Herzinfarkte gehabt, ja, Luftnot bei Belastung, Risiko schon deutlich erhöht. Natürlich sollte eine körperliche Untersuchung erfolgen und die Laborwerte. Zum Beispiel Elektrolyte, gibt aber auch noch Laborwerte, wo man sehen kann, ob das Herz gestaut ist. Dann EKG natürlich, Ultraschalluntersuchung bis hin zur Computertomographie oder auch Koronarangiographie, wenn wir ein erhöhtes Risiko haben für das Vorliegen der koronaren Herzerkrankung.
MRT, auch eine wichtige Untersuchung. Und natürlich genetische Untersuchungen bei Leuten, die einen plötzlichen Herztod überlebt haben und wo Familienangehörige ersten Grades zum Beispiel am plötzlichen Herztod gestorben sind. Ja, was können Sie selbst tun? Ja, Sie können schon einiges tun. Wenn Sie eine Herzmuskelentzündung haben, virale Infektion, die möglicherweise auch das Herz betrifft, auch Coronavirus kann das betreffen, wenn Sie Herzschmerzen haben oder Schmerzen in der Brust haben, ausreichend schonen. Bei gesicherter Myokarditis, zum Beispiel durch Kernspin, 1 bis 3 Monate Schonung, keine großen körperlichen Belastungen, kein größerer Sport. Und man sollte eben Belastungen erst nach Erholen der Herzfunktion und kardiologische Untersuchungen wieder machen. Generell ist zu sagen, eine ärztliche Untersuchung ist vor erstmaligem Beginn einer sportlichen Aktivität, vor allem wenn man mehrere Jahre nichts gemacht hat, oder Wiederaufnahme einer sportlichen Aktivität nach längerer Pause sinnvoll. Was kann man sonst noch machen? Ja, Bewegung, Ernährung, Rauchen, Stress, alles wichtige Faktoren. Gesunder Lebensstil, man sollte sich regelmäßig bewegen. Das ist wichtig, wie man es macht, ist eigentlich relativ egal. Am besten sind die Ausdauersportarten. Laufen, Radfahren, Joggen, Nordic Walking, zügiges Spazieren gehen, Schwimmen, nicht Baden, das sind alles gute Sportarten, wo die Ausdauer trainiert wird. Wie oft soll man trainieren? Ja, 5-mal die Woche, 30 Minuten wäre ideal. Aber auch kürzere Einheiten helfen. Schon 10 Minuten am Tag kann das Risiko für Herzinfarkte deutlich senken. Wie stark sollte man trainieren? Ich sage den Leuten immer, also sie brauchen nicht völlig fix und fertig sein nach dem Training. Sie sollte schon etwas anstrengend sein, aber sie sollten sich dabei noch unterhalten können. Dann ist die richtige Maß an Belastung. Zu Ausdauertraining kann man natürlich daneben auch noch ein moderates Krafttraining machen. Niedrige Belastungsrate, aber hohe Wiederholung. 30% der Maximalkraft, 20 Wiederholungen, das ist gut. Pressatmung, zum Beispiel beim Bankdrücken oder bei schweren Gewichtestemmen, sollte man vermeiden, denn das führt zu Blutdruckspitzen. Kann bis dahin gehen, dass man sogar Blutdruckspitzen hat mit Einblutungen im Kopf. Ja, gelunder Lebensstil, die Ernährung, nicht so einfach, da kann ich selber auch ein Lied davon singen. Ja, es sollte eben bei Ihnen im Bauch nicht nach Pizza aussehen und nach dicken Kuchenstücken und nach stark gesüßten Cola, was weiß ich was. Nee, das wäre nicht so gut. Sie sollten gucken, viel Gemüse, Avocado, die Wunderfrucht, ob es das immer ist, weiß ich auch nicht so genau, vor allem Umweltverträglichkeit. Aber was wichtig ist, viel Gemüse, mehr Fisch, nicht so viel Fleisch. Man nennt eine solche Diät eigentlich allgemein Mittelmeerdiät. Stellen Sie sich vor, Sie sind in Süditalien im Urlaub. Was essen Sie dort? Sie werden dort sicherlich keinen Schweinsbraten essen. Sie werden auch keinen rheinischen Sauerbraten mutmaßlich bekommen. Was Sie essen sollten, ist eben viel Gemüse, wo wir gleich noch sehen. Hat sich gezeigt bei verschiedenen Studien, zum Beispiel die Lyon Diet Heart Study, dass 50% das ganze Risiko verringert werden kann. Es gibt ernsthafte Studien auch, wenn wir alle Veganer werden würden, was ich aber auch nicht bin, auch nicht werden möchte, könnte man das Risiko von Herzinfarkten deutlich vermindern. Ja, was ist gesund? Viel Gemüse und Obst, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte sind recht gesund. Sie sind zu Unrecht etwas in Vergessenheit geraten. Wer isst heute noch Erbsen und Linsen? Aber die sind wirklich gesund. Oliven- und Rapsöl ist sicherlich gesünder als zum Beispiel tierische Fette. Weniger Fleisch, eher Fisch. Wenn dann Fleisch, mageres Fleisch. Lachs, Hering, Makrele sind gesünder. Milchprodukte, vor allem fermentierte Milchprodukte, wie zum Beispiel Joghurt und Käse oder Quark. Und statt zu viel Salz, ich bin in Bayern aufgewachsen, in Bayern stark gewürzt, war eben versalzen und mit viel Pfeffer. Ansonsten gab es nicht so viele Kräuter und Gewürze. Das ist eben wirklich, es gibt verschiedenste Gewürze. Eine gute Diät braucht nicht eben entsprechend fad zu sein, aber es ist ein bisschen aufwendiger, die zuzubereiten. Vermeidung von industriell verarbeiteten Lebensmitteln, hoher Anteil an Chemikalien drin. Wenn Sie sich mal die Liste angucken von Fertigprodukten, da wird es einem ganz schummrig, was die ganzen Zahlen alles bedeuten. Und es ist eigentlich immer viel Kochsalz drin.
Man sollte nicht mehr als 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen, keine Pausensnacks, nicht am Computer hinsetzen und dann sich die Erdnüsse reinziehen oder die Gummibärchen. Nee, das ist nicht gesund. Kohlenhydrate in Weißmehlprodukten reduzieren, also nicht das gute weiße Toastbrot in Unmengen. Lieber Vollkornbrot, viel gesünder. Keine gesüßten Getränke, also das typische Cola-Original. Das ist nicht so wirklich gesund. Natürlich auch tierische Fette reduzieren oder sogar meiden. Palmöl ist auch nicht gesund. Kokosfett, Schweine- und Rinderfett, Speck, Wurst, alles in Mengen und in Maßen, nicht in Massen. Nahrungsergänzungsmittel, häufige Frage auch, braucht man nicht immer Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel Omega-3, Margarine oder Fischöl, Vitaminkapseln? Nee, eigentlich nicht. Wenn Sie sich wirklich einigermaßen ausgewogen ernähren, sollten Sie eigentlich diese Nährstoffe alle abbekommen. Nahrungsergänzungsmittel, gibt es verschiedene Studien, schützen nicht vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Sie müssen aufpassen, manche können Sie sogar überdosieren. Ja, was ist gesund? Ernährung, ja gut, Körpergewicht. Wir sehen heutzutage schon viele Leute, die extrem kräftig sind. Body Mass Index von größer 30 sollten Sie auf jeden Fall vermeiden. Auch Taillenumfang beim Mann nicht deutlich mehr als 1 Meter, bei Frauen nicht mehr als 90 cm. Anzustreben ist ein Body Mass Index von 22 bis 27. Sowohl drunter als deutlich drüber ist ungesund. Ja, Risiko. Rauchen, ja, schon vorher drauf eingegangen. Neben Lungenkrebs macht es natürlich auch eine Schädigung von Herz und Kreislauf und ist einfach ein absoluter Risikofaktor. Wenn Sie eben viele Raucher sehen, wir, die können sich überhaupt nicht mehr belasten. Treppensteigen geht nicht mehr, nicht mal mehr normales Fahrradfahren geht, was natürlich auch zum Teil bedingt ist, dadurch, dass die Leute einfach auch Lungenerkrankungen haben. Jede Zigarette verkürzt das Leben um 25 bis 30 Minuten, also verkürzt das Leben mehr, als Sie überhaupt brauchen, diese Zigarette zu rauchen. Alkohol, auch ein Zellgift. Und beim Alkohol gilt eben nicht in Massen, sondern in Maßen. In geringen Maßen ist Alkohol durchaus positiv, entspannt die Gefäße, aber Sie sollten eben gucken, bei Frauen maximal 10 Gramm pro Tag, bei Männern maximal 20 Gramm pro Tag und Rauschtrinken komplett vermeiden. Das ist alles nicht gesund. Schließlich sind wir noch beim Stress. Wer hat heute keinen Stress? Die wenigsten Leute. Wir sind immer erreichbar durch Handy, der Beruf, die Arbeit wird verdichtet. Ja, man muss eben auch lernen, mit dem Stress umzugehen. Was wirklich wichtig ist, Arbeit und Pause sollten alles ihre Zeit haben. Der alte Spruch Ora et Labora von den Mönchen, Entspannung während des Gebetes, aber daneben auch arbeiten, ist sicherlich sinnvoll. Bloß immer entspannen ist auch nicht gut. Wir sehen das, Leute zum Beispiel in der Arbeitslosigkeit, gesundheitlich nicht gut. Gut, damit möchte ich aber noch eingehen auf Wiederbelebung und Akuttherapie, weil ich das extrem wichtig finde. Extrem wichtig, Sie können sich vielleicht noch erinnern, das war hier 2017, 2016 war der Fall gewesen, in Essen in einer Bank. Leute wollten Geld abheben, es lag aber jemand in dem Vorraum. Gut, was macht man? Und das sind wohl Bilder von der Originalkamera. Man muss natürlich drüber steigen, um zu seinem Geldautomaten zu kommen. Das ist ja klar. Erst der vierte Mensch, der hier in die Bank ging, der hat dann den Notarzt gerufen. Der Mensch brauchte wirklich Hilfe, der am Boden lag. Der ist auch wiederbelebt worden, hat noch 3 Tage gelebt, aber es war zu spät. Gut, die Leute sind natürlich festgestellt worden, weil man sehen konnte, wann haben sie die Bank betreten, wann waren sie am Bankschalter und man hatte die Namen, die wurden auch angeklagt, wurden auch entsprechend verurteilt. Ja, ich glaube nicht, dass wir besonders schlechte Leute waren. Ich glaube, es war auch, dass die Leute halt einfach nicht wussten, was man macht. Und das ist eben ganz furchtbar, wenn eben keine Laienwiederbelebung gibt. Die Daten von 2021, zwischen Eingang des Alarms bis zum Eintreffen des ersten Fahrzeuges, Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, im Mittel 7 Minuten. Wenn Sie nahe in einer Wache wohnen, können es deutlich kürzer sein. Wenn Sie weiter weg sind, kann es da länger dauern und je nach Verkehrsverhältnissen. Die kardiale Ursache bei Wiederbelebungen 60%, also 2/3. Bei 40% der Personen konnte ein Kreislauf wiederhergestellt werden.
32% der Leute, also nur ein Drittel, erreichten das Krankenhaus mit eigenem Spontankreislauf. Und wenn man hier sieht, 21% der Leute überlebten die ersten 24 Stunden, nur 11% wurden wieder lebend entlassen. Aber wenn Sie halt 60.000 plötzlich Herztode haben, wenn Sie 10% retten können oder 12%, dann sind es natürlich auch ca. 7.000 Leute. Ja, Laienreanimationsquote 2011 18%. 2021 42%. Gut, was ist passiert? Man hat gemerkt, das ist ja furchtbar. Deutschland ist Land, was in allen Sachen führend ist, aber leider auch im Entwickeln von Zuckerkrankheit, ist auch in diesem Bereich nicht gut. Was hat man gemacht? Die Bundeskultusministerkonferenz hat beschlossen, was sicherlich auch sinnvoll war, schon lange vorgeschlagen wurde, dass man solche Reanimationstrainings auch in Schulen macht. Einige Bundesländer haben es schon eingeführt, in Nordrhein-Westfalen ist noch in der Erprobungsphase, gehe ich ja noch gleich noch drauf ein, aber es ist auf jeden Fall viel besser, dass die Kinder in der Schule auch mal solche Sachen sehen. Wir haben deutlich höhere Quoten, zum Beispiel in Norwegen 2019, über 80%. Mögliche Lebensrettung in Deutschland durch Laienreanimation, ca. 10.000 Fälle pro Jahr. Und dabei ist die ganze Wiederbelebung eigentlich einfach. Erster Schritt, prüfen. Bewusstlosigkeit ansprechen, den Patienten auf den Rücken legen, Kinn überstrecken oder Kopf überstrecken, damit die Atemwege frei werden. Wenn der Patient dann nicht atmet, dann nicht lange zögern. Schnappatmung oder Röcheln ist keine normale Atmung. Was dann wichtig ist, rufen Sie, machen Sie auf sich aufmerksam. Wenn Sie ein Handy dabei haben, rufen Sie den Notarzt an, 112, Vorwahl brauchen wir nicht. Die sogenannten W-Fragen. Wer ruft an? Was ist passiert? Wo bin ich? Wie viele? Das sind die wichtigen Fragen, die Sie beantworten sollten. Gespräch erst beenden, wenn alle Rückfragen geklärt sind. Die Leute, die da in den Notfallzentralen sitzen, Einsatzzentralen, die leiten die Leute auch an, zum Beispiel in der Wiederbelebung. Dritter Schritt, drücken, drücken, drücken. Sie beugen sich über den Menschen, der wiederbelebt werden muss, der normalerweise am Boden liegt, nicht im Bett wiederbeleben, denn es weicht der Körper einfach aus. Sie kriegen nicht den Druck auf das Brustbein, was das Herz zusammendrückt. Und Sie drücken das Brustbein ein, 5 bis 6 cm, hängt natürlich ab, wie dick der Mensch ist. 100 bis 120 Mal pro Stunde, pro Minute natürlich. Das Ganze, die meisten Lieder haben auch entsprechend diese Beats, sei es Highway to Hell, sei es Staying Alive, alle um die 100 Beats pro Minute. Das ist der richtige Takt. Vollständig entlasten, ohne den Kontakt zwischen Hand und Brustbein zu verlieren und dann drücken. So lange fortdrücken, bis der Notarzt kommt oder die Sanitäter kommen. Warum keine Beatmung? Sie haben noch ausreichend Sauerstoffgehalt im Blut, um die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken. Sauerstofftransport zum Gehirn ist am wichtigsten. Die Muskeln im Oberschenkel, die halten lange aus, die halten auch Stunde aus. Wichtig ist, das Blut am Zirkulieren zu halten, dass das noch einigermaßen sauerstoffreiche Blut aus den Beinen in den Kopf kommt. Es ist einfacher und die Hemmschwelle, vor allem wenn jemand sich erbrochen hat, aktiv zu werden, ist geringer. Sie reichen 10 Minuten, bis der Notarzt in der Regel da ist, reicht das Blut, der Sauerstoff im Blut noch aus. Wenn Sie irgendwo im Hochsauerland sind oder in der Eifel, Sie wissen, es dauert eine halbe Stunde oder Stunde, dann müssen Sie auch beatmen, was eben dann noch anstrengender ist, was man auch durchaus machen kann. 30 Mal drücken, 2 Mal beatmen, wieder 30 Mal drücken und abwechseln. Und was ganz wichtig ist, machen Sie entsprechend, wechseln Sie sich ab. Auch in der Klinik wissen wir nach 2 Minuten, da gibt es auch Studien dazu, ist kein Ersthelfer mehr in der Lage, wirklich kräftig und gut zu drücken. Immer wieder abwechseln, das ist anstrengend. Und deswegen, wenn Sie mehr als 3 Helfer sind, dann können Sie auch den Defi holen, den automatischen externen Defibrillator, AED. Hier zu sehen mit diesem Zeichen ist in Bahnhöfen, Flughäfen, in Rathäusern häufig dort. Das Problem meistens ist, dass die Leute nicht geschult sind. Beim Schocken, Sie holen das Gerät, ganz einfach zu bedienen, Sie öffnen vorne so eine Klappe dran, das Gerät spricht mit Ihnen, sagt Ihnen, was Sie machen sollen und ja, in einigen Fällen können Sie damit auch den Sinusrhythmus wieder herstellen. Gut, was ist wichtig?
mutig sein, handeln. Das Einzige, was sie falsch machen können, ist, keine Hilfe zu leisten. Deswegen Reanimationstraining ist wichtig. Es gibt auch Ersthelfer-Apps, zum Beispiel auch in größeren Städten, zum Beispiel in Aachen. Unsere jüngere Tochter studiert dort Medizin. Die sind im ersten Semester eingewiesen worden. Und die sind jetzt ganz stolz, dass sie auch, wenn Laienreanimation notwendig ist, da gibt es so Apps, wenn innerhalb von 500 Meter jemand wiederbelebungspflichtig wird, piepst das Handy und man kann dorthin laufen und da eben helfen, den Menschen zu retten. Wir machen es auch, Reanimationstraining in Schulen. Das haben wir schon angefangen 2012 hier in der Marienschule. Wir sind aber auch im Freiherr von Stein-Gymnasium, in verschiedenen Schulen, in Lukas-Gymnasium, da machen wir sicherlich keinen Unterschied. In der Schule hier im Freiherr von Stein waren unsere Kinder, darum habe ich dort den Kontakt. Hier, das war ein sehr engagierter Lehrer in der Marienschule, aber auch die anderen Schulen sind wir beim Reanimationstraining. Ich finde das sehr, sehr wichtig und das sollte man unbedingt machen. Noch ganz kurz, wie geht es weiter, wenn der Patient in die Klinik kommt? Hier sollte eben der Patient nach standardisierten Vorgehen behandelt werden, sogenannte Cardiac Arrest Center. Das sind eben Krankenhäuser, die darauf spezialisiert sind. Da macht man auch eben entsprechend eine entsprechende Zertifizierung. Wir machen das im Moment auch gerade. Wir haben schon alle Voraussetzungen jetzt erfüllt. Es wird eingereicht, es kommen da eben Gutachter, die das dann auch nochmal begutachten, ob das wirklich auch unsere Abläufe alle stimmen. Sie müssen hier bestimmte Abteilungen vorhalten. Sie brauchen die Neurologie. Sie brauchen natürlich die Kardiologie für die Herzkatheteruntersuchung, habe ich schon gezeigt. Die Intensiv- und Notfallmedizin, die wir auch die internistische bei uns in der Medizinischen Klinik 1 dabei haben. Und die ganzen Sachen müssen natürlich an 24 Stunden, an 7 Tagen in der Woche verfügbar sein. Es hilft nicht, wenn Sie sagen, Freitag 18 Uhr ist bei uns der Laden dicht, am Wochenende sind wir nicht da. Nee, das hilft überhaupt nicht. Sie müssen das jederzeit auch Herzkatheteruntersuchungen machen können. Vorlaufzeit bei uns ist 20 Minuten, dann geht's los. Gut. Notfallsonographie brauchen Sie, Notfallröntgen, Plätze auf der Intensivstation. Wir machen jetzt gerade in einer Woche wieder eine neue Chest Pain Unit und nochmal Intermediate Care Intensivstation auf, um eben entsprechend Patienten aufnehmen zu können, dass wir die von der Beatmungsintensivstation dort verlegen können auf die Intermediate Care Station, um dort eben wieder die schwersten Fälle aufnehmen zu können. Ja. Therapie nach erfolgter Wiederbelebung, häufig im künstlichen Koma, Herzkatheter bei Verdacht auf Infarkt, Kühlung, das ist auch ein ganz wichtiges Prinzip. Wir haben da mehrere Geräte, wo man die Patienten kühlt. Sie kennen es vielleicht, wenn Sie sich den Fuß verstauchen oder den Arm verstauchen, legen Sie einen Eisbeutel drauf. Und was man hier eben macht, die Kühlung zur Vermeidung einer Gehirnschwellung, wenn das Gehirn eine gewisse Zeit nicht durchblutet war. Oft ist es notwendig, einen Defibrillator einzubauen, um eben zu verhindern, dass das Herz wieder zu flimmern anfängt. Wir bauen im Jahr ungefähr 100 solcher Defibrillatoren ein. Begleiterkrankungen mit aller Konsequenz behandeln, zum Beispiel hoher Blutdruck, Diabetes und so weiter. Gut, der Herzstillstand überlebt. Wie geht es weiter? Was auch wichtig ist, viele Patienten haben natürlich schon psychische Probleme. Das ist ein extrem einschneidendes Erlebnis. Deswegen auch engmaschige Betreuung, auch bei psychischen Problemen. Die Leute gehen häufig in entsprechende Reha-Einrichtungen, die auch darauf spezialisiert sind, da auch entsprechendes fachgeschultes Personal wie Psychologen haben. Auch die Deutsche Herzstiftung, die ja auch diese Herzwochen jedes Jahr veranstaltet, gibt hier wertvolle Informationen. Sie können hier auch diese Broschüre eben entsprechend sich bestellen, zum Beispiel bei der Deutschen Herzstiftung. Die Adresse ist hier gegeben, wo viel Information noch drinsteht. Ich konnte nicht auf alles heute in Anbetracht der Zeit eingehen. Ja. Mit der Herzstiftung ist sicherlich eine sehr wichtige Einrichtung. Mehr als 100.000 Leute in Deutschland sind Mitglied. Mitgliedsbeitrag ist überschaubar. Sie kriegen da die Zeitschrift Herz heute. Sie können medizinische Fragen schriftlich stellen an die Sprechstunde. Es gibt auch die Telefonsprechstunde, einmal im Monat. Ich bin da auch häufiger am Telefon deutschlandweit zu erreichen. Wir sind immer so 6 bis 8 Ärzte, die bei jeder Telefonsprechstunde da am Telefon zur Verfügung stehen. Sie sind immer mittwochabends von 18 bis 20 Uhr.
Sie kriegen persönliche Einladungen zur Veranstaltung der Region, Unterstützung patientennaher Herzforschung, also sehr sinnvolle Einrichtung. Gut, damit zum Fazit, was ist zu tun? Der beste Schutz vom plötzlichen Herzinfarkt ist ein gesunder Lebensstil. Überhaupt nicht in diese Situation kommen, dass sie eben wiederbelebt werden müssen. Auf mögliche Warnsignale achten, rechtzeitig darauf reagieren. Vorhandene Gefährdung vor allem bei strukturellen Herzerkrankungen erkennen und optimal behandeln. Hier vor allem die Herzschwäche, die zunimmt. Unsere Bevölkerung wird älter, was ja auch sehr gut ist. Kommt auch jetzt langsam das Alter, wo man da froh ist drüber, wenn die Bevölkerung älter wird. Ja, das ist schon wichtig, dass man das eben entsprechend auch selbst zum Arzt geht, sich behandeln lässt. Technik der Laienreanimation lernen und im Notfall anwenden. Wie schon erwähnt, ich halte das für extrem wichtig. Da kann man wirklich was Gutes tun. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe natürlich für Fragen sehr gerne zur Verfügung. Sind ja auch sonst, wir machen ja mehrere Fortbildungen, wir machen auch jedes Jahr unsere Patientenseminare am Klinikum, einmal im Monat. Und da sind Sie auch immer sehr herzlich eingeladen. Das Ganze wird auch angekündigt in den Medien und in den Zeitungen. Würde mich freuen, wenn ich Sie da auch persönlich dann mal begrüßen kann. Stehen aber natürlich auch heute gerne für Fragen zur Verfügung. Dann sage ich erstmal danke für diesen umfangreichen Vortrag und ich kann Ihnen schon mal verraten, es sind eine Menge Fragen schon da. Und wenn Sie noch Fragen haben an Professor Dr. Schwimbeck, dann nutzen Sie einfach das Kontaktformular unter dem Videofenster. Dann erscheint auch Ihre Frage hier bei mir auf dem Tablet und ich kann sie an den Experten heute hier im Studio weitergeben. Erste Frage, eine von einem anonymen Zuschauer. Wie wirkt sich eine Herzerkrankung auf die Herzratenvariabilität aus? Also Herzratenvariabilität. Ja. Können Sie wahrscheinlich noch besser erklären, aber zeigt an, wie das Herz-Kreislauf-System mit einer Kreislaufbelastung zurechtkommt. Also da fragt er darauf hin und er fragt auch, wie beeinflussen die vier wichtigen Medikamentengruppen die Steuerung dieser Variabilität? Also die Variabilität ist, dass das Herz sich anpassen kann, auch von Atmung abhängig, dass es eben variabel ist, die Herzfrequenz. Gut, das ist sicherlich auch, wird beeinflusst, wenn ein Herz stark geschädigt ist, wird die Herzfrequenzvariabilität deutlich abnehmen. Aber die Herzfrequenzvariabilität nimmt auch im Alter deutlich ab. Und das ist eben die Geschichte. Beta-Blocker beeinflussen, eben setzen insgesamt die Herzfrequenz etwas herunter, beeinflussen sie sonst nicht groß. ACE-Hämmer oder eben entsprechend ARNI, also wie zum Beispiel Entresto, beeinflussen sie eigentlich nicht. Die dritte Gruppe, die wir haben, SGLT2-Hämmer, beeinflussen sie eigentlich auch nicht. Und Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten, Spironolacton, nehme an, dass da auf diese Gruppe eingegangen wird, oder Aldactone, beeinflussen sie auch nicht wirklich. Einziger der Beta-Blocker, ja, beeinflusst sie schon, aber eigentlich positiv. Okay. Rainer hat immer wieder Extrasystolen bei körperlicher Betätigung, verbunden dann mit Atemnot. Und er fragt, ein Kardiologe konnte vor 3 Jahren keinen Befund erheben. Wie lässt sich das diagnostizieren und behandeln? Gut, es hängt davon ab. Es gibt das sogenannte Stolperherz. Stolperherz ist, dass viele Extrasystolen, man kennt es schon seit Hunderten von Jahren. Es gibt schon alte Abbildungen aus Nepal, dass das wirklich da schon auch bekannt war. Die haben auch schon den Puls getastet. Es hängt eben davon ab, ist es wirklich jetzt ein pathologischer Befund, was einen etwas misstrauisch macht, wenn es unter Belastung verstärkt ist. Es kommt immer darauf an, wenn man keinen Befund erheben kann, was hat man alles gemacht? Wenn ich mir ein Auto angucke und die Motorhaube nicht aufmache, kann ich nicht sagen, ob der Motor so gut ist. Auch den Motor, wenn ich bloß drauf gucke, kann ich auch noch nicht testen. So ähnlich ist es beim Herzen auch. Man würde sicherlich einen Ultraschall machen, EKG machen, Langzeit-EKG. Aber wenn man den Verdacht hat, dass das eben wirklich belastungsabhängig ist, dann sollte man auch hergehen und weitere Schritte machen. Bei jüngeren Leuten kann man heutzutage wirklich hergehen und ein Computertomogramm machen mit Darstellung der Herzkranzgefäße. Das ist eine gute Methode schon. Es wird bloß ein bisschen eingeschränkt, wenn die Herzkranzgefäße deutlich verkalkt sind, wenn die Leute eben älter werden. Ansonsten, wenn man den hochgradigen Verdacht hat, dass da was verengt ist, sollte man eine Herzkatheteruntersuchung machen. Machen wir heute eigentlich schon häufig übers Handgelenk, kann man hier einpieksen. Nächstes Jahr, wir haben es bisher auch schon zum Teil ambulant gemacht, sollen die überwiegend ambulant gemacht werden, wenn kein schlimmer Befund ist. Ja, ist eine invasive Maßnahme, die aber in geübten Händen sehr komplikationsarm ist. Man sollte das abklären.
ist schon auffällig, dass unter Belastung, wenn offensichtlich das Herz mehr gefordert ist, verstärkt auftritt. Normalerweise ist das Herz, wenn es mit der Frequenz hochgeht, sollte eigentlich weniger Rhythmusstörungen haben. Wenn die zu häufig auftritt, also mehr als 10%, 10-20%, kann man die heute auch, wenn die alle aus einer Stelle kommen, also gleich aussehen, diese Extraschläge, auch veröden. Machen wir auch in zunehmender Frequenz, wenn es eben entsprechende Probleme gibt. Aber abklären würde ich auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, was schon alles gemacht wurde. Ja, das ist immer die Geschichte, wie genau man guckt. Ja, klar. Monika schaut uns zu und sie schreibt, dass ihr Mann eine Herzerkrankung hat. Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass das Herz nur noch eine Pumpleistung von ca. 50% hat. Natürlich ist es für ihn schwierig, längere Strecken zu gehen, weil er schnell außer Puste ist. In letzter Zeit bewegt er sich deshalb viel weniger. Er sitzt nur noch im Sessel und bewegt sich so gut wie gar nicht mehr, schreibt Monika. Was ist jetzt richtig, sich zu schonen und nicht zu bewegen oder ständig zu versuchen, den Kreislauf durch moderates Gehen, ja, weiter zu trainieren? Ja. Also, es ist die Frage, 50%, was sind die 50%? Ein normales Herz wirft pro Schlag ungefähr 60% von dem Blut aus. Wenn das jetzt noch 50% auswirft, wäre das gar nicht so schlecht. Allerdings muss man immer darauf achten, es sind zwei Faktoren beim Herzen. Zum einen, wie weit kann sich das Herz zusammenziehen? Zum anderen, wie weit kann sich das Herz aber auch füllen? Man spricht hier von der systolischen Funktion, wenn es sich zusammenzieht, von der diastolischen Funktion, wie weit es sich füllen kann. Ein Herz, was sich nicht gut füllen kann, kann natürlich auch nicht viel Blut auswerfen. Und da müsste man gucken, ob früher mal Hochdruck vorgelegen hat. Man müsste einen Ultraschall machen vom Herzen auf jeden Fall, das weiter abklären. Auf jeden Fall ist Bewegung angepasst an die Krankheitssituation wichtig. Auch ein schwer kranker Mensch sollte sich ausreichend bewegen. Wer rastet, der rostet. Man kann es auch flapsig ausdrücken, Turne bis zur Urne. Das ist wichtig, vor allem auch aufs Gewicht achten. Ja, Exercise oder Oversize, ja. Trainieren oder verlieren. Ja, das sind alles Sprüche, die aber schon einen Kern Wahrheit haben. Man sollte hergehen und sollte sich ausreichend bewegen. Bewegung, Bewegung, Bewegung ist immer wichtig. Da sind wir bei Moritz, der schaut zu, ist männlich, 37 Jahre, ist schlank und schreibt selber, dass er sportlich ist. Seit circa ein Jahr hat er immer wieder das Gefühl von Herzstolpern, wir sprachen gerade drüber, ja. Und er spürt den Herzschlag selber wohl recht stark. Ein unangenehmes Gefühl, das sich nach ein paar Minuten jedoch wieder legt. Eine Untersuchung beim Hausarzt und bei einem Kardiologen, hier hat er zugeschrieben, es gab einen Herzultraschall, ja. Hat als einzige Auffälligkeit mehrere Doppelschläge über den Tag verteilt ergeben. Beide Ärzte sagten, dies wäre normal und müsste nicht weiter behandelt werden. Wie sehen Sie das? Würden Sie eine weitere Behandlung empfehlen? Das hängt davon ab, wie häufig die sind. Bis zu 20 Extraschläge sind völlig normal. Manche Leute merken jeden Extraschlag. Ich selbst habe sicherlich auch in meinem Leben schon Extraschläge gehabt, die ich noch nie bemerkt. Ja, das ist so. Manche Leute merken jeden einzelnen Schlag. Ja? Nee, man muss gucken, wie viele das sind. Auch ein paar hundert Extraschläge, kein Problem. Es ist manchmal besser, das so zu lassen, als viele Medikamente einzunehmen. Ja? Denn auch Medikamente gegen Herzrhythmusstörungen können wieder Rhythmusstörungen verursachen. Man hat da in der Vergangenheit schon einige Erfahrungen gemacht mit den sogenannten Klasse 1-Herren der Rhythmika, die dann mehr Rhythmusstörungen verursacht haben und auch gefährliche. Also, wenn der Kardiologe das gesagt hat, glaube ich schon, dass das harmlos ist. Und ja, man sollte schon in regelmäßigen Abständen langzeitig AGs machen. Vor allem, was wir eben nicht so gerne haben, wenn so richtige Salven von Extraschlägen kommen. Wenn immer wieder bloß ein Extraschlag kommt, kein Problem. Wenn dann ganze Salven kommen, also 10 Extraschläge hintereinander, dann wird es schon problematisch. Und vor allem, wenn der Patient es stark merkt, merkt mit Schwindel oder auch mal schwarz werden vor Augen. Sie haben es gesagt, immer mal wieder EKG ist gerade, glaube ich, ja, bei Personen, die Sport treiben, noch mal einen Tick wichtiger? Nein. Also Extraschläge gibt es bei Leuten, vor allem wenn die gut trainiert sind, geht der Herzschlag, der Grundrhythmus sozusagen runter. Dann kann es schon sein, dass hier irgendwelche Zentren im Herz sagen, hallo, ich bin auch noch da, ich feuere jetzt mal so ein bisschen dazwischen rein. Das ist relativ harmlos. Problematisch wird es eben, wenn diese Extraschläge überhand nehmen und nur noch Extraschläge kommen. Dann ist wirklich, muss man aufpassen und deswegen langzeitiger AG, je nach Befinden, 1- bis 2-jährigen Abständen, sollte man sicherlich durchführen. Ne?
Nächste Frage kommt von Robert. Er fragt, ist es möglich, dass dies einem Menschen mit einem gesunden Herzen auch passiert? Von einem Moment auf den anderen, wie aus dem Nichts sozusagen? Oder gibt es immer einen Grund? Nein, wir finden nicht immer einen Grund. Es gibt Leute, ich glaube, in Deutschland werden jedes Jahr 40 Menschen vom Blitz erschlagen. Das ist einfach dann, ja, es gibt Fälle, wir wissen es nicht, warum, wieso. Offensichtlich völlig gesunde Leute, die plötzlich tot umfallen. Man weiß es nicht gut. Leute würden sagen, er ist bloß nicht weitgehend genug diagnostiziert, aber es gibt solche Fälle. Aber extrem selten. Ich glaube, die wenigsten Leute von uns haben im Sommer Angst, nach draußen zu gehen, weil es könnte einen der Blitz treffen. Ja, es ist, das Leben ist immer ein Risiko. Und deswegen, also dass man plötzlich jetzt so ein Mensch, der sonst gesund ist, plötzlich einen Herztod bedroht ist, wenn er keine Symptome hat, ist extremst unwahrscheinlich. Aber nicht ausgeschlossen, aber das ist nie. Ich weiß auch nicht, wenn ich heute Abend nach Hause fahre, ob mir nicht jemand ins Auto fährt. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht der Fall sein wird. Ja, besser ist das Denken so. Ja. Genau. Walter fragt, man hört immer wieder im Zusammenhang mit der Corona-Impfung von plötzlichen, unerwarteten Herzproblemen. Ich selbst habe in meinem Bekanntenkreis zwei Freunde, die unmittelbar nach einer Auffrischimpfung plötzlich und unerwartet verstorben sind. Ich weiß, dass hier besonders junge Leute, die Sport treiben, betroffen sind, weil dadurch das Herz ja auch mehr belastet wird. Gibt es Möglichkeiten zu kontrollieren, ob das Herz durch die Impfung Schaden genommen hat? Also da gab es große Untersuchungen, zum Beispiel in Dänemark. Was man natürlich sich vergegenwärtigen muss, wir haben ja viele Leute geimpft. Es waren Impfquoten zu erreichen, 70-80%. Wenn Sie natürlich Millionen Leute impfen, dann ist auch mal, dass da mal jemand ein Problem hat, zufälligerweise. Und es gab in Dänemark gab es eine große Untersuchung mit den Impfungen, ob es da häufiger zum Auftreten von Herzmuskelentzündungen kam. Es konnte dort keine Auffälligkeit festgestellt werden. Im Gegensatz dazu bei Corona-Infektionen Herzmuskelbeteiligung bis zu 20% der Fälle, die sich häufig wieder so geben, aber auch entsprechend heftige Rhythmusstörungen bis hin zu Todesfällen hervorrufen können. Also ja, auch die Impfung, es kann Nebenwirkungen geben, das will ich jetzt nicht bestreiten, aber sind extrem selten. Und der Nutzen einer Impfung ist sicherlich sehr viel größer als das Risiko. Würde es Sinn machen, nach einer Impfung, hat er jetzt konkret gefragt, danach dann irgendwie zu Ihnen zu kommen und das Herz zu untersuchen lassen? Nein. Also in aller Regel nicht. Wenn Sie größere Beschwerden haben, ja. Aber routinemäßig bringt es überhaupt nichts. Ursula, von ihr kommt die nächste Frage. Ich habe nach mehreren Stents das Medikament Amiodarone und Lixiana 60 Milligramm verordnet bekommen, auch wegen Herzrhythmusstörungen. Wegen starker Nebenwirkungen, sie schreibt dazu Schilddrüsenunterfunktion, habe ich Amiodarone nach 1,5-jähriger Einnahme ausschleichend abgesetzt und die Rhythmusstörungen sind wieder aufgetreten. Ja. Gibt es neben der Ablation auch andere Medikamente, die das unterdrücken? Oder kann ich nur mit Blutverdünner, Lixiana ohne Bedenken zu haben, gut damit leben? Also, Lixiana ist ja ein Blutverdünner. Der ist deswegen drin, dass es keinen Schlaganfall gibt, weil sich ja beim Vorflimmern Blutgrinsel bilden könnten. Es gibt andere Antiarrhythmika, was ich vorher schon kurz erwähnt habe, die Klasse 1 Antiarrhythmika, die aber, wenn das Herz eingeschränkt pumpt, Probleme hervorrufen können. Man weiß, dass bei vorgeschädigten Herzen, das wurde in den 80er Jahren schon in einer Studie festgestellt, man hat es Patienten gegeben, die einen schweren Herzinfarkt hatten, die sind vermehrt gestorben unter dem Antiarrhythmikum. Flecainid zum Beispiel. Wenn der Patient allerdings keine Pumpfunktionsstörung hat, keinen großen Klappenfehler, kann man die geben. Also das müsste man entscheiden. Es gibt auch noch ein anderes Medikament neben dem Amiodarone, das Dronedarone. Hat kein Jod drin, deswegen bei Schilddrüsenerkrankungen oder Schilddrüsenproblemen auch zu geben. Aber das sollte man nicht geben, wenn das Herz eingeschränkt pumpt. Ist auch nicht ganz so effektiv. Wenn Vorhofflimmern vorliegt, es gibt die Möglichkeit, es im Vorhofflimmern belassen, wenn es keine großen Symptome macht. Wenn man es wieder regelmäßig machen möchte, dann würden wir auf jeden Fall empfehlen, eine Ablation zu machen, eine Pulmonalvenenisolation. Gegebenenfalls dann auch noch mal Linien ziehen im linken Vorhof, ist da die Methode der Wahl. Ja, es ist das Amiodarone, ist ein gutes Medikament, unser wirksamstes Antiarrhythmikum, aber hat schon Nebenwirkungen auch.
Herzkrank, schütze dich vor dem Herzstillstand. Das ist das Motto unserer heutigen Sendung und Sie können weiter Ihre Fragen an Professor Dr. Schwimmberg zu uns ins Studio schicken. Einfach das Kontaktformular unter Ihrem Videofenster nutzen. Das hat auch Walter gemacht. Er fragt, ab welchem Stadium des Vorhofflimmerns ist kathetergeführte Kardioablation indiziert? Er schreibt dazu, etwas kryptisch muss ich sagen, versuche es Ihnen einigermaßen gut rüberzubringen, zweimalige Kardioversion in längeren zeitlichen Abständen hatten keinen Bestand. Mhm. Ansonsten war die Diagnose Kardiomyopathie sowie mittel- bis höhergradige Mitral- und mittelgradige Aortenklappeninsuffizienz. Mhm. Er nimmt einige Medikamente und sein Zustand ist eine starke Abgeschlagenheit. Ja, gut. Also dazu ist zu sagen, vor allem wenn das Herz nicht mehr gut pumpt bei Vorhofflimmern, dann sollte man sicherlich Ablation bedenken. Es gab ja eine Studie, die auch zum Teil in Deutschland durchgeführt wurde, die sogenannte Castle-Studie. Castle wie das Schloss im Englischen. Bei dieser Studie wurden Leute eingeschlossen, die eine eingeschränkte Herzfunktion und Vorhofflimmern hatten. Sie wurden dann randomisiert, entweder wieder einen Sinusrhythmus hervorrufen, ihn machen eben mit zum Beispiel Ablationen oder im unregelmäßigen Puls belassen. Die Patienten, wo man versucht hat, wieder den Sinusrhythmus zu stabilisieren, und das haben wir auch in vielen Fällen geschafft, hatten ein deutlich besseres Überleben. Und Überleben ist schon ein sehr harter Faktor, was die Wirkung zeigt. Deswegen eben, je schlechter das Herz pumpt, man muss gucken, ob man nicht eventuell auch an den Herzklappen was machen muss. Wenn es ein älterer Patient ist, man kann zum Beispiel bei den Undichtigkeit der Mitralklappe Mitraclip einbauen, was wir auch in zunehmender Frequenz machen. Wir machen jetzt jedes Jahr 50 solcher Fälle bereits. Ansonsten gibt es auch, wenn die andere Herzklappe, die sogenannte Aortenklappe, befallen ist, die kann man auch entsprechend behandeln. Auch die Klappen im rechten Herzen machen wir, da wir Triclip-Eingriffe machen, machen wir auch bei uns in der Klinik. Ja, man müsste den ganzen Fall betrachten. Mhm. Wenn man eben so sagt, naja, es war schon so und es würde dazu ein bisschen schlechter, dann wird es schon immer schneller schlechter werden und das ist dann keine gute Situation. Also dann eher früher als später. Dann eher früher, bevor das ganze Herz wirklich schon schwerst geschädigt ist. Mhm. Alexander sagt, er hätte gerne einen Termin und zwar zeitnah. Ich würde ihm da einfach die Telefonnummer mal weitergeben. Das ist in Leverkusen 0214 132161. Wie ausgebucht ist der Kalender bei Ihnen? Gut, der ist schon relativ ausgebucht. Ich muss auch dazu sagen, ich habe nur Privatambulanz. Ich habe keine Kassenzulassung, werde ich auch nie beantragen, weil ich da zu viele Restriktionen hätte. Ja. Wir haben ansonsten auch eine Herzinsuffizienzambulanz, da müsste die Anmeldung über den Arzt erfolgen. Wir werden demnächst auch oder sind jetzt auch bei Dr. Lipp, wo man auch eben entsprechend sich anmelden kann. Und ja, aber wir haben keine Termine. Es gibt ja manchmal Termine, die schon ein halbes Jahr im Voraus. Nee, das machen wir nicht. Also die müssen schon sehr viel kürzer sein. Nee. Man muss schon, je nach Dings, wenn es dringender Fall ist, dann muss man es ganz kurzfristig machen. Ansonsten 3-4 Wochen sollte man schon auf die Patienten drauf gucken. Denn nach einem halben Jahr, da hat sich sowieso entschieden, entweder so oder so. Hm. Nach einem halben Jahr braucht man oder nach einem Dreivierteljahr braucht man auch nicht mehr den dringenden Termin. Ja. Hm. Katrin schreibt, sie ist 33 Jahre alt und hat Schmerzen im linken Rippenbereich gehabt, sodass sie zum Röntgen geschickt wurde. Im Befund stand zu breiter linker Herzschatten, sodass der Aortenknopf sehr klein ist und im Mediastinum fast verschwindet. Mhm. Am nächsten Tag dann Ultraschall des Herzens, wo aber nichts festgestellt wurde. Mhm. Woran kann dieser Herzschatten liegen und was bedeutet das überhaupt genau, fragt sie. Ja gut. Es ist, wo die Organe im Körper genau liegen. Das ist eben auch ein bisschen davon abhängig. Es gibt auch zum Beispiel Leute, normalerweise ist ja das Herz links gelegen. Also wenn Sie hier gucken, so wäre ungefähr das Herz drin. Es gibt auch Leute, die haben einen sogenannten Situs inversus, das ist das Herz genau auf der anderen Seite. Und es gibt dazwischen, also alle Zwischenstufen, dass das Herz mal ein bisschen verdreht ist und lauter solche Geschichten. Und das gibt es. Am wichtigsten ist, wenn man so einen Ultraschall macht. Im Ultraschall kann man schon das Herz ausmessen, wie groß das ist. Und kann man schon relativ zuverlässig sagen, ob es vergrößert ist oder nicht. Wenn man es genau wissen wollte, könnte man zum Beispiel ein Kernspin machen. Da sieht man das noch genauer, die Strukturen. Aber auch da gilt, ja, Überdiagnose muss man auch nicht machen. Wenn man es im Ultraschall gut gesehen hat, sollte eigentlich kein Problem sein. Okay. P.
Peter schreibt, ab wann spricht man von Herzrhythmusstörungen? Ich habe ab und zu mal ein Holpern des Herzens. Mhm. Manchmal rast es dann auch für einige paar wenige Sekunden, aber danach schlägt es wieder normal. Muss das schon abgeklärt werden? Ist das schon gefährlich? Also das ist auch eine sehr berechtigte Frage. Gut, man könnte sagen, mehr als 20 Herzschläge, Extraschläge pro Tag sind auffällig. Ja, aber es gibt durchaus Rhythmusstörungen, was ich gesagt habe, Stolperherz, harmlos. Es gibt auch sogenannte supraventrikuläre Extraschläge, also das Stolperherz sind ja Ausschläge oder Extraschläge aus der Kammer. Das Herz schlägt gleich wieder und dann eine kleine Pause, bis der nächste Schlag kommt. Und das spürt man hier am Puls, dass hier immer am Puls eine kleine Pause ist. Nennt man Stolperherz. Wenn Sie einen Extraschlag haben, der aus der Vorkammer kommt, dann ist es auch kein großes Problem. Also es kommt immer darauf an. Wenn Sie Schwindel haben, wenn Sie sich eingeschränkt belasten können, dann sollte man es auf jeden Fall abklären. Mhm. Wenn es bloß einzelne Schläge sind, relativ harmlos. Man hat jetzt auch mal geguckt, wenn man so ganz kurze, wir tragen ja heutzutage alle oder viele tragen heute die sogenannten Wearables, die Handy und so, Smartwatch und so weiter. Ja, da gibt es schon häufig Befunde, die nicht wirklich so ganz nachvollziehen sind oder nicht. Es gab gerade eine Studie, die wurde gerade veröffentlicht beim Europäischen Kardiologenkongress in Amsterdam. Da wurde geguckt, ob man solche Leute, wo man das in so Wearables festgestellt hat, kurze Phasen von Vorhofflimmern, sollte man die versorgen mit blutverdünnenden Medikamenten, die natürlich auch Nebenwirkungen haben können, die auch mal eine Blutung auslösen können. Soll man das machen oder nicht? Da war die klare Message, die klare Ergebnis der Studie, nee, sollte man nicht machen. Es sollte schon über bestimmte Zeit anhalten, und man sollte es wirklich dokumentiert haben mit normalen EKG, dann ist gerechtfertigt, dass man zum Beispiel beim Vorhofflimmern auch eine Therapie einleitet. Ansonsten, ja, wir alle haben wahrscheinlich einige Extraschläge, die wir alle nicht merken. Mhm. Mit den Wearables kann man natürlich auch sehr viel heutzutage oder mit den Smartwatches feststellen, was wir früher gar nicht wussten. Man sollte auch nicht panisch werden. Nicht jeder Extraschlag ist wirklich eine Katastrophe. Nee, eine gewisse Gelassenheit ist schon ganz gut. Auch man kann sich auch zu viel Sorgen machen. Da sind wir wieder beim Stress und zu viel Stress ist auch nicht gesund. Fluch und Segen. So genau, richtig. Neue Technik, oder? Ja, ja, ja. Okay. Die nächste Frage kommt von Engin. Ist eine längere Frage. Er hat Angst- und Panikstörungen. Ich bin selbst sportlich, sagt er. Er raucht und trinkt nicht. Laut Ärzten habe ich keine Ablagerungen in der Halsschlagader, also in der Carotis, und meine Blutfettwerte sind in Ordnung, bis auf das Gesamtcholesterin, welches sich immer bei um die 200 befindet. Meine Frage, entsteht ein Herzinfarkt immer nur durch Thromben oder kann es auch sein, dass sich ein Herzkranzgefäß spontan verschließt? Sprich ein Spasmus, der durch anhaltenden Stress entsteht. Ich habe Sorge, dass ich, obwohl ich sonst fit und gesund bin, durch meine ständigen Ängste irgendwann einen Spasmus haben könnte. Gut, da ist es nicht so unberechtigt. Es gibt ein Krankheitsbild, das sogenannte Broken Heart Syndrom, also gebrochene Herzen. Wir kennen das früher schon in Filmen dargestellt. Die Frau bei großem Stress fällt plötzlich um und ist tot. Ja, es gibt solche Fälle, solche Broken Heart Syndrome. Takotsubo-Kardiomyopathie nennt man das, zu Verkrampfungen kommt der Gefäße und dann eine Durchblutungsstörung auftritt und es sieht aus wie ein großer Herzinfarkt, der sich aber dann spontan wieder gibt, weil sich der Spasmus ja auch wieder löst. Das ist schon ein Dauerstress, ist sicherlich nicht gesund und auch da gilt es eben eine gewisse, gewisse Entspanntheit an den Tag zu legen. Das ist wichtig und ja, also ja, Ausgeglichenheit, was ich schon erwähnt habe, so das gute alte Motto, ora et labora, also Entspannung und Arbeiten ist schon ein gutes Prinzip. Mhm. Herbert hat uns geschrieben, bei mir wurde eine mittelgradige Mitralklappeninsuffizienz diagnostiziert. Mhm. Ich kann aber keine Symptome feststellen und fühle mich fit. Wie soll er sich verhalten, seine Frage? Regelmäßig kontrollieren lassen in halbjährlichen oder jährlichen Abständen. Wenn er keinerlei Symptome hat und die bloß mittelgradig ist, würde man mutmaßlich, ohne jetzt den Fall im Detail zu kennen, nichts machen. Abwarten, was man machen kann, gucken, dass man den Blutdruck gut einstellt, dass die Klappe nicht noch mehr belastet wird. Aber ansonsten, man muss nicht alles behandeln, was man behandeln kann. Man sollte das behandeln, was sinnvollerweise behandelt wird. Das ist auch ein Prinzip, nicht zu viel zu machen. Aber das Notwendige natürlich machen.
Okay, wir kommen zur Stand jetzt. Letzten Frage. Nutzen Sie noch Ihre Möglichkeiten? Noch ist Professor Dr. Schwimberg hier im Studio. Schreiben Sie uns Ihre Fragen über das Kontaktformular unter dem Videofenster. Und die letzte Frage wird nochmal eine kleine Herausforderung. Ist Spironolacton ein besonderes Medikament bei diastolischer Herzschwäche? Ich hoffe, ich habe das Medikament richtig ausgesprochen. Ja, also Spironolacton ist ein Medikament, gehört zur Mineralokortikoidrezeptorantagonisten. Was es macht, es hemmt die Kaliumausscheidung, steigert aber die Natriumausscheidung und damit Wasserausscheidung. Und damit ist es ein gutes Medikament, wie haben wir schon gehört, wenn das Kalium zu niedrig ist, kommt es häufiger zu Rhythmusstörungen. Und das kennt man schon seit früher, gehört auch zu den wassertreibenden Medikamenten. Eine kleine Nebenwirkung von dem Aldactone ist, von dem Spironolacton, Aldactone war früher der Handelsname, dass es auch eine Brustschwellung machen kann. Das hängt damit zusammen, dass es den Abbau von Östrogenen hemmt. Und das kann eine sogenannte Altherrenbrust machen. Es gibt auch da Patienten in bis zu 5% oder 10% der Fälle, die eine Brustschwellung dann bemerken. Deswegen zum Teil muss man gucken, wenn die Nebenwirkungen nicht auftreten, recht gut. Wenn sie auftreten sollte, gibt es ein anderes Präparat, das heißt Eplerenon. Und das hat diese Nebenwirkungen deutlich weniger oder praktisch nicht. Es gibt dann noch ein noch neueres Medikament, was jetzt gerade auf den Markt gekommen ist, das Finerenon, was auch Kalium so wirkt, Mineralokortikoidrezeptorantagonisten, aber überhaupt keine Wirkung mehr hat auf Brustschwellung und sowas. Und muss man jetzt gucken, das ist gerade auf den Markt gekommen, neues Präparat, eigentlich schon recht gut. Also insgesamt, das ist eine der vier Medikamente, Mineralokortikoidrezeptorantagonisten, die man nimmt bei Herzschwäche. Diastolische Herzinsuffizienz, um darauf nochmal zurückgekommen, diastolische Herzinsuffizienz war es nicht ganz so effektiv, da gibt es Studien. Was da das Medikament der Wahl ist, bei der sogenannten diastolischen Herzinsuffizienz, das Herz kann sich nicht richtig füllen, sind die SGLT2-Hämmer, die man früher bei Zuckerkrankheiten nur gegeben hat, in niedriger Dosierung, aber auch jetzt bei der Herzschwäche gibt. Und die sind schon das Empagliflozin zum Beispiel. Das ist ein sehr gutes Medikament. Das hilft auch in Studien nachgewiesen bei der diastolischen Herzinsuffizienz. Während alle anderen Medikamente alle nicht erfolgreich waren. Es ist eben Research, also Widersuchen und nicht bloß einmal probieren und schon stimmt alles. Nee, deswegen sind klinische Studien, an denen wir auch gerne teilnehmen, an denen wir auch häufig teilnehmen, eben große internationale verblindete Studien so wichtig, dass wir auch eine sinnvolle Therapie machen und nicht bloß Medikamente geben, weil wir sagen, ja, das muss doch helfen. Neues Medikament muss immer helfen. Nein, auch neue Medikamente können mal überhaupt nichts helfen. Man muss schon in Studien gucken, wo die Patienten sehr gut überwacht sind, dass man eben auch sieht, ob das wirklich hilft. Viel hilft viel. Nee, Kindermedizin auch nicht immer. Okay, Inka hat noch die Chance genutzt, die letzte sozusagen unseren Experten heute hier beim Dialog Gesundheit eine Frage zu stellen. Und zwar, hat man mit einem oder mehreren Stents eher mal Extrasystolen? Eigentlich ist es davon unabhängig vom Stent selber, was man häufiger sieht, wenn Leute einen Herzinfarkt hatten. Ich weiß jetzt nicht, ob die Patientin einen Herzinfarkt hatte. Nicht dabei. Dann könnte es schon sein, dass dann häufiger Extrasystolen auftreten, die aber auch nicht wirklich entsprechend gefährlich sein müssen oder sind. Ja, man soll es eben beobachten. Da ist es wichtig, regelmäßige Abstände, ambulante kardiologische Untersuchungen zu machen, hin und wieder mal ein Langzeit-EKG und gucken. Wunderbar. Dann waren das soweit die Fragen, die bei uns eingetroffen sind jetzt aktuell. Für weitere Informationen zum Thema empfehle ich Ihnen die Internetseite der Deutschen Herzstiftung und natürlich die Internetseite des Klinikums Leverkusen. Und ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, bei Professor Dr. Schwimberg. Schön, dass Sie da waren. Ja, bedanke mich sehr, dass Leute zugehört haben. Haben Sie. Und freue mich auf weiteren Kontakt. Dankeschön. Genau, die Kontaktnummer hatten wir eingeblendet und dann würde ich mich freuen, wenn Sie im Dezember wieder dabei sind. Dann gibt es die nächste Ausgabe des Dialogs Gesundheit und dann ist bei mir zu Gast Professor Dr. Nico Schäfer. Er ist Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie. Er ist zu Gast am 12. Dezember um 17 Uhr und in seinem Vortrag beschäftigt sich mit besonders schonenden Darmkrebsoperationen durch den Einsatz des Da Vinci-Roboters. Bis dahin, alles Gute, passen Sie auf sich auf.